Baden-Württembergs oberster Datenschützer, Stefan Brink, ist nicht gut auf Palmer zu sprechen. Grund: Der deutschlandweit bekannte Grünen-Politiker erfasst in Tübingen wohnhafte, gewaltbereite Asylbewerber. Palmer räumte ein, dass die Stadtverwaltung Informationen von Polizei und Behörden zusammenführe. Das Vorgehen erlaube Maßnahmen gegen nachweislich gewaltbereite Asylbewerber. Dieses Verfahren hat sich bewährt, zitierte die deutsche Presseagentur den 47-Jährigen. Für Palmer sei der Schutz der Mitarbeiter wichtiger als der Schutz der Daten eines Menschen, der wiederholt bei der Polizei aufgefallen sei. In einem längeren Beitrag auf Facebook erörterte der Ausnahmegrüne seine Haltung am Samstag nochmals ausführlich. Provokant überschrieb er sein Posting mit der Frage: Datenschutz oder Messerschutz? Seinen Beitrag leitete Palmer mit der tödlichen Messerattacke eines türkischen Asylbewerbers auf der N-Leiter des Sozialamts in Dornbirn, Österreich, im vergangenen Frühjahr ein. In Dornbirn wurde der Leiter des Sozialamtes von einem Asylbewerber in seinem Büro erstochen, schrie IBT, Deutschlands wohl bekanntestes Stadtoberhaupt. Und weiter: Das ist kein Zufall. Die Personen, von denen solche Gefahren ausgingen, seien bekannt. Dann liefert Palmer Zahlen: Laut Kriminalstatistik sind Asylbewerber in Deutschland für 12-15% der schweren Gewaltdelikte tatverdächtig, obwohl sie nur 2% der Bevölkerung ausmachen. Genauer betrachtet seien demnach 90% der Asylbewerber nicht krimineller als die Inländer. Es sind vor allem 5% Mehrfachstraftäter, die für die hohe Kriminalitätsbelastung verantwortlich sind. Fast alles sind junge Männer.